Quellenkritik und Quelleninterpretation hast du mittlerweile abgeschlossen. Dieses Verfahren wendest du für alle Quellen an, die du untersuchst, um anschließend valide Ergebnisse zu bekommen. Um die Antworten auf deine Fragestellungen auf möglichst breite Beine zu stellen, wirst du eine größere Auswahl an Texten als Quelle benötigen. Die Gesamtheit der Texte, die du untersuchen möchtest, nennt sich Korpus. Auch Computerlinguistinnen und Linguisten verwenden diesen Begriff, allerdings nur für Texte, die von Computerprogrammen gelesen werden können. Die Größe des Korpus ist wiederum abhängig von deiner Forschungsfrage und vor allem von der Art der wissenschaftlichen Arbeit, die dabei entstehen soll. Schritt für Schritt türmen sich nun Zettel auf deinem Schreibtisch oder es fühlen sich die Ordner auf deinem PC. Wie kannst du trotzdem die Übersicht behalten? Äußerst hilfreich können dafür Exzerpte und Zusammenfassungen sein. Was ist ein Exzerpt? Ein Exzerpt ist nichts anderes als eine Zusammenstellung von Textauszügen und Zusammenfassungen einer Quelle oder Literatur, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Wie das lateinische Wort Exzerpere verrät, pflückst du dabei diese Stellen aus dem Text heraus. Grundsätzlich besteht ein Exzerpt aus Paraphrasen. Das sind sinngemäße, also nicht wortwörtliche Zusammenfassungen, die du in deinen eigenen Worten verfasst. Bei besonders wichtigen Passagen und Sätzen kann es aber auch von Vorteil sein, diese vollständig anzuführen und direkt zu zitieren. Direkte Zitate werden mit Anführungszeichen und Beleg gekennzeichnet. Textzusammenfassungen hingegen sind allgemein und ohne bestimmten Fokus. Sie zeichnen sich durch einen sachlich nüchternen Stil aus und weisen auf kritische Stellen, Probleme und Ambivalenzen hin. Hast du all diese Schritte befolgt und die Forschungsfrage basierend auf der historischen Quellenkritik und deinen Exzerpten untersucht, steht nun die Zusammenfassung deiner Ergebnisse und die Formulierung eines Fazits bevor. Wir beziehen uns hier speziell auf die Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Analyse und nicht auf die vollumfängliche Formulierung des Schlussteils einer Arbeit. In aller Kürze, welche Aspekte sind dabei zu berücksichtigen? In erster Linie geht es darum, den Bogen, der mit der Forschungsfrage aufgespannt worden ist, wieder zu schließen. Dabei wird der gesamte Forschungsprozess im Hinblick auf die eingangs formulierte Forschungsfrage reflektiert. Aus welchen Bestandteilen kann der Schlussteil der Arbeit zusammengesetzt sein? Zunächst werden die Ergebnisse knapp und konzise zusammengefasst. Diese ergeben sich im Falle einer wissenschaftlichen Arbeit aus den vorhergehenden Kapiteln, in denen die Ergebnisse dargestellt und im Hinblick auf die Sekundärliteratur diskutiert werden. Aus all dem ergibt sich die Beantwortung deiner Forschungsfrage. Zudem sollte der Prozess, wie du zu den Ergebnissen gekommen bist, also auch deine Methode, reflektiert werden. Im Falle, dass die Fragestellung nicht beantwortet werden konnte, ist dies keineswegs ein Versagenseingeständnis. Auch die Unmöglichkeit, die Forschungsfrage beantworten zu können, bringt die Forschung weiter. Die Gründe dafür können etwa darin liegen, dass das Quellenmaterial für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht ausreicht oder weil künftig ein anderer Fokus gesetzt werden muss. In diesem Fall muss die Nichtbeantwortung der Fragestellung aber angemessen begründet werden. Aus der Gesamtheit deiner Arbeit zum Thema kann ein Fazit gezogen werden, ebenso ein Ausblick auf mögliche weiterführende Fragestellungen oder auf anderes Quellenmaterial. Dies kann Interessierte dazu animieren, sich mit ähnlichen Themen auseinanderzusetzen. Weitere Informationen und Tipps zum Aufbau und Elementen der Zusammenfassung findest du im Expertinnenvideo in dieser Lektion.